Hallo meine Freunde der Sonne, lang ist es her, dass ich das letzte Mal TFT gezockt habe und ich habe mir heute mal gedacht, kommen wir gucken einfach mal wieder rein. Ich werde bestimmt eh der Erste sein, der rausfliegt, aber ist nicht so schlimm. Wollte einfach mal wieder reingucken, die haben ja extrem viel verändert und die ganz alten Buffs sind ja gar nicht mehr drin und einfach mal reingucken. Nash, einfach mal gucken hier. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Aber ich habe schon vernommen, weil ich habe gerade schon mal eine Runde gespielt, dass viele auf Kultisten gehen oder auf was auch viele machen, Duellanten gehen. Ich bin gerade am überlegen, ob ich irgendwie so Duellant nehme. Komm, wir haben zwei. Komm, Game of Duelland hier. So, haben wir direkt zwei Duelanden. So, und dann mal gucken, auf was wir noch gehen. Göttlich. Okay. Das ist okay. Wir können ja auf Duellanten und auf Kultisten gehen. Wie schon gesagt, ich habe schon gesehen, viele gehen irgendwie, also in meiner letzten Runde so, einfach mal, um nochmal reinzukommen, ist irgendwie fast jeder auf ist jeder auf Duelland und Kultisten gegangen. Weil der Kultisten-Buff gar nicht mal so doof ist, ne? Ne, man kriegt hier dann Galileo Galilei. Den können wir ja schon mal hier unten auf der Bank bauen, den Kultisten-Buff. Ja, ich würde sagen, wir machen aber erstmal weiter mit Duelland. Kalista haben wir nämlich ja auch. Da haben wir unsere Duellanten-Reihe schon. Ne, da haben wir den Vierer Duellanten-Buff. Verbande, okay. Verbande zu. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Und 80% Lebensrub, das ist. Aber er darf keine angrenzenden Verbündeten haben. Okay, dann muss ich den gleich hier hinschicken. Also allein irgendwo hinstellen. Alter, was ist das für. Was ist das für ein Schild? Alter! Okay, Verbande, da müssen wir, das heißt, Yasuo müssen wir alleine hinstellen. Der ist verbannt, den will ich ja auch gar nicht haben. Hier, geht dahin. Bleib, wo der Pfeffer wächst. Ja, Wukong ist Frontkämpfer und göttlich. Yora haben wir hier. Hier haben wir noch einen Kultist. Da haben wir schon mal zwei Kultisten. Bereitet euch vor zu sterben. Drei Kultisten haben wir hier schon. Dann können wir gleich schon mal auf den Kultisten-Buff weiterbauen. Vielleicht gar nicht so schlecht. Ne, dass wir zumindest einen Dreier-Kultisten-Buff haben. Alter, wie schnell, ey. Und ich würde sagen, wir bauen vieles auf Kalista auf, oder? Sollen wir Kalista, ja, Kalista, Baby. Ja, komm. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Wir können natürlich alles Kalista geben, dass wir eine schöne Frontline haben. Eine schöne Backline haben. Guck mal, Twisted Fate ist schon Level 2, ne? Gar nicht mal so schlecht. Mit Kalissa machen wir aber mal hier so. Ist vielleicht ein bisschen besser. Erste Mal. Ist auch schon mal Level 2. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, guck mal. Können wir gleich. Machen wir es so. Dann sind wir in der nächsten Runde dann. Haben wir dann schon mal den nächsten Kultisten dastehen.
Okay, natürlich auch, du landen können wir natürlich auch 6er machen, ne? Geht natürlich auch, aber ich wollte es erstmal so probieren. Ey, das ist heftig. Ich glaube, den Wirbelsturm baue ich auch auf Dings. Brauchst zweimal Bogen. Aber seht ihr, ne? Die gehen alle irgendwie auf Duland. Irgendwie jeder. Das war irgendwie... Duland oder Kultisten? Ja gut, der nicht. Auf Arnholz geht er. Ah ja. Der ist auch ein bisschen anders, der Typ. Ja, einmal Bogen bräuchten wir, ne? Das heißt, Nami müssen wir uns snacken. Gibt uns leider beim Verkauf nicht so viel Gold. Ein Gold nur, aber egal. Das war... dass wir zumindest den Bogen schon mal haben. Ach, es war jetzt zweimal Bogen, ne? Warum macht er das? Und wie kann er das? Ja, das ist er hier. Der Leute. Ah, cool. Okay. Ari brauchen wir hier überhaupt gar nicht. Das heißt, hier. Dann können wir den ersten Kultisten schon mal hinstellen. Ja, Twisted Fate. Ja, Twisted Fate. Der ist Level 2. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Yasuo haben wir auch einmal. Diora. Genau, und da haben wir unsere drei Kultisten. Quietscht übel. Hör mal auf zu quietschen. Danke. Mach das mal nie. Obwohl das auch nicht schlecht wäre, wenn man alles Kalister geben würde, ne? Vielleicht auch nicht so schlecht. Ja, wenn man die zum absoluten Damage-Dealer machen würde. Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Gut, jetzt hätten wir Evelyn, warte mal. Komm, nehmen wir lieber Evelyn. So, machen wir lieber so. Und... ja, das lassen wir erstmal so. Mal gucken. Ist natürlich extrem schwierig, auf seine Champs zu kommen, wenn 80% der Lobby dasselbe baut. Na, vielleicht kriegen wir es hin. Mal gucken. Wäre schon mal schön, wenn wir wenigstens Yasuo oder so auf Level 2 langsamer bekommen. Mal irgendjemand auf Level 2. Das wäre echt schön. Außer jetzt Fiora, ne? Die, ja. Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Pike. Kalista. Ist halt die Frage aller Fragen, ob wir als nächstes dann Pike reinstellen. Ich würde sagen, wir stellen dann als nächstes Pike rein. Weil der gibt zwar, der gibt nämlich zweimal Kultisten-Buff, das heißt, jawohl, wir könnten dann sogar, wir könnten ja wechseln, ne? Dann hätten wir den Buff nämlich mit Pike schon. Stellt euch vor, ich hätte eine richtige Waffe. Würde ich sagen, dass wir Pike jetzt reinstellen, ne? Da gibt er den Zweier-Buff. Ist halt nur die Frage, für wem. Bleibt uns ja jetzt gerade nichts anderes übrig, außer jetzt erstmal so zu machen. Da könnte man ja sogar fast schon überlegen, ob wir den Duellanten-Buff weiter ausbauen. Ne? Ja, können wir machen. Ist okay so.
Kalista auch auf 2, das ist ja gut. Pike hätten wir hier. Keinen Platz mehr, scheiße. Na gut, dann machen wir erstmal Evelyn weg. Obwohl ich gerade. Ja. Sollen wir jetzt auf den Kultistenbuff weitergehen oder sollen wir nie lieber auf Dings jetzt, auf Duland weitergehen? Ja, wir können Verband dann noch einmal mitnehmen. Wenn wir Duland vielleicht noch. Ha. Huh. Ja. Stellen wir erstmal Twisted Fate hier mit rein. Ja gut, wir haben jetzt den 4er Kultisten-Buff, der bringt uns nichts. Ach komm, wisst ihr was, sollen wir auf den 6er gehen? Ich weiß es nicht. Duland wäre an sich auch nicht schlecht, ne? Auf den 6er Duland. Ach komm, wir gehen auf den 6er Kultisten. Wir gehen jetzt einfach auf den 6er Kultisten-Buff. Das heißt, wir nehmen dann. Sollen wir dann Pike mit reinnehmen? Ja, ne? Pike nehmen wir mit rein. Und dann gucken wir mal, wen wir noch mit reinnehmen. Obwohl, wir wollten ja auch Verband, ne? Verband wollten wir ja auch noch mit reinnehmen. Erstmal, jo. So. Ich bräuchte noch einen Bogen unbedingt. Obwohl, das könnte man auch Kalista geben, ne? Erstmal das Schwert. Kalista, warte mal. Ne, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich müsste mal Pike austauschen mit Twisted Fate. Das ist, glaube ich, ein bisschen sinnvoller. Okay, sieht doch gar nicht mal so schlecht jetzt. Bis jetzt zumindest aus. Ich würde halt gerne wissen, wer der goldene Verbande ist. Kann ja nur bestimmt von Bild her einer der neuen sein, ne? Seiles? Nee. Jon? Vielleicht? Ich hätte gerne den Bogen. Ich will jetzt echt den Bogen haben. Mal gucken. Nein. Sind noch beide da. Chance ist noch da. Nee, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte. Gib mir mehr zum Verkaufen. So. Okay, der geht auf Duland. Ich glaube, er geht zum Beispiel nur auf Duland. Na gut, egal. Brauchen wir nicht. Und Schwachsinn, nur auf Duland zu gehen, ja. Ich spinne. Ja, wo ist mein Bogen? Nee, scheiße, es gibt den Schnellfeuer. Hä, scheiße. Ich weiß es nicht mehr, wie wir den Bogen bauen. Kacke. Dann machen wir so. Ich muss sagen, meine Backline gefällt mir gerade übel. Mit Kalista und Twisted Fate. Die harmoniert sehr gut zusammen. Kann man eigentlich gar nicht meckern, ne? Also die Backline ist echt gut, ne? Könnt ihr natürlich jetzt noch umswitchen und mehr auf die Backline aufbauen. Aber wir machen das jetzt erstmal auch so.
Genau, Kalista bleibt hier. Pai können wir eigentlich hier mit hinstellen. Hier stellen wir gleich. Ah, hier hätten wir Evelyn, ne? Als Kultist. Hallo, Liebling. Wir kaufen uns jetzt erstmal nur hoch. Komm, scheiß drauf, wir kaufen uns jetzt hoch, dass wir gleich schnell die Evelyn mit reinstellen können. Da haben wir zumindest Kultisten schon mal. Ich weiß nicht mal, wie man den Bogen baut. Ah, Mandel. Bogen und Mandel. Ach, Kacke. Na gut, egal. Der hat einen 6er-Buff, ne? Kann das sein? Die Frage ist, ob das Item auf den überhaupt noch was bringt. Ja. Okay. Wir stellen schon mal Evelyn mit rein. Und dann fehlt uns ja an sich... ein Kultist noch. Ein Kultist fehlt uns noch. Okay. Ist das sinnvoll mit temporären Items? Ist halt immer zufallsgeneriert, das ist halt immer so doof, ne? Aber egal, jetzt machen wir jetzt einfach mal. Ja, ihn können wir schön Tengi bauen, den lieben Jax. Machen wir, glaube ich, auch nichts falsch. Und jetzt gucken, dass wir relativ schnell auf Level 8 kommen, dass wir den 6er-Buff bei Kultisten bekommen. Und dann könnte man ja noch auf Naturgewalt gehen an sich, ne? Man könnte dann ja noch auf Naturgewalt bauen. Ja, bis jetzt bin ich eigentlich relativ zufrieden. Kann so weiterlaufen. So. Obwohl ich nicht so wirklich Ahnung habe, was ich hier mache, aber ich mache irgendwas. Und das ist doch schon mal gut. Hi, wie geht's? Öfters hier? Okay. Wäre halt mal schön, wenn ich Jax auf Level 2 bekommen würde. Pike ist Level 2. Yasuo ist Level 2. Gut, die anderen sind alle Level 2. Noch schöner natürlich, wenn ich die Level 3 bekommen würde, aber dafür müssen die anderen Spagos, die auf Kultisten gehen und auf Duelland gehen, die müssen dafür verschwinden. Bitte. Ganz nett, ganz lieb gemeint. Einfach verschwinden. Mehr verlange ich nicht. Ich sollte einfach weggehen. Einfach mich in Ruhe lassen und nie wiederkommen. Danke. Noch cooler wäre es, wenn Galileo Dings hätte, Items hätte, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen sehr OP. Aber ich hatte ja mit dem 6er Buff Items, mal gucken. I don't claw dead. Twisted Fate, ja, nehmen wir mal mit rein. Das ist halt die große Frage, wir brauchen halt gleich wirklich langsam mal einen Kultisten noch, ne? Sonst geht das natürlich nicht auf, was ich hier vorhab. Den 6er Buff. Wer ist denn noch Kultist? Zwei lilane Einheiten. Ja, okay, das hilft mir nicht weiter. Ich müsste halt. Mein Problem ist, ich müsste halt wissen, wer die lilane Einheit ist. Ja, gegen den habe ich schon ganz schöne. Galileo Galilei hilft zwar ein bisschen, aber gegen den. Das mag ja, ne? Ne, göttlich. Ist das Chen? Ah, Chen müsste doch Kultist sein, oder? Ah, habe ich ja. Nee, warte, hey. Na, Quatsch.
Chen müsste doch, der sieht kultistisch aus. Ich hab Twisted Fate. Entschuldigung, da war ich. Nee, obwohl, warte mal. Aatrox ist Kultist. Aatrox, wenn der Kind. Mann! Ich glaube, beide waren Kultist. Scheiße, und ich habe beide natürlich nicht bekommen. Ist natürlich ein bisschen doof. Ich spekuliere drauf, dass wir jetzt nochmal Bogen bekommen für ihn. Evelyn, jawohl. Wohl Evelyn könnte man auch mit hier so hinstellen und ich denke mal, Aatrox und Chen sind beide. Ich denke mal, sind beides Kultisten. Kann ich mir sonst nicht anders vorstellen. Was soll ich sonst sein? Göttlich oder was? Die? Das sind die schlimmsten Kultisten, mit denen gehe ich doch jeden Tag hier abends Ritual abführen. Also gimm. Jeden Tag führen wir abends Ritual durch. Also wenn der Kind Kultist ist, da hat er mich aber angelogen. Unser Twisted Fate, das ist halt. Den hätte ich ein bisschen noch Dings geben müssen. Hätte ich noch ein paar Items noch geben müssen, ne? Der macht nie wirklich Damage, der bringt uns jetzt gerade nicht wirklich viel. Der ist eigentlich nur dafür da, dass wir den Buff schon mal haben, ne? Für mehr bringt er gerade irgendwie. Ja, nix, ne? Na gut. Irgendwas wollte ich jetzt machen. Wir kaufen uns jetzt einfach hoch, ne? Wir kaufen uns jetzt die ganze Zeit hoch. In der Hoffnung natürlich, dass wir dann relativ schnell den Kultist. Ich hätte ja auch gerne noch zusätzlich verbannt, aber dann müssten wir wirklich auf Dings spekulieren. Dann müssten wir auf Naturgewalt irgendwie spekulieren. Das denke ich mal, wird kritisch. Oh, Kalista. Kalista ist geil, ne? Wenn die Speed aufgenommen hat, wie viel hat die jetzt? Das deckt gar nicht mehr, oder was? Moment, bis 20% Angriffshemmung pro Steigerung. Ja. Das scheint aber irgendwann aufzuhören. Schade. Ich dachte, die hat dann irgendwann so 10.000 oder so. Ja, würde einfach sagen, hochkaufen wieder. Komm, gib mir gleich. Ey, das wäre halt so scheiße, wenn wir jetzt gleich den Kultisten nicht bekommen. Es kann doch nur irgendeiner der neuen sein. Jon oder sowas, ne? Also vom Bild her sagt mir das absolut gar nichts. Oder hier ist Silas auch nie. Keine Ahnung. Malphite definitiv nicht. Der ist auch nie verbannt, der Typ. Das weiß ich, den kenne ich. Ganz guter Freund von mir. Die Jinx, die bringt mir aber nichts. Okay, weg mit der Jinx. Da haben wir den Kultisten. Aber es reicht noch nicht. Ist aber nicht so schlimm. Könnt ihr natürlich auch Blutdürster geben, ne? Aber das könnte ich natürlich auch hier drauf, auf Kalista, Baby. Ich warte halt drauf, dass ich jetzt noch einmal Bogen bekomme. Ja, es war ein bisschen doof von mir. Ich habe vergessen, dass man einfach auf die Items hier und dann sieht, wie die gebaut werden. War ein bisschen. Ne, egal. Jetzt gibt's Porklei in die Fräse. Also läuft jetzt schon ganz gut, ne? Sind das eigentlich von Galileo Galilei? Sind das Dings? Sind das Skins? Bestimmt, ne? Sind das bestimmt 3 Skins, die man sich so holen kann im Laden. In der Lotterie. Gut. Läuft eigentlich bis jetzt relativ okay. Kann man eigentlich gar nicht meckern. Pike auf 2, das ist gar nicht mal so schlecht. So,
Wollte gerade sagen, aber logisch, ne? Pike ist ja auf Level 2. Ich wollte gerade sagen, der sieht übel klein aus. Okay. Gut, wir können es natürlich jetzt noch versuchen, uns auf Level 9, aber das, glaube, das, wird Ben versucht bleiben. Deshalb, jetzt würde ich eher sagen, dass wir uns jetzt darauf fokussieren, unsere Einheiten zu leveln. Gut, mich würde halt auch mal interessieren, wenn wir schon hier über Galileo Galilei reden, ob der jetzt auch viel, viel, viel stärker ist. Ja, ne? Okay, der hat auch viel mehr Leben. Gut. Der Kalista-Baby würde ich echt noch, bin ich gerade am überlegen, der vielleicht noch ein Damage-Item zu geben. Das wäre mal Riesenschwert oder so weg, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Hallo Liebling, eine Klinge, ein Zweck. So, das Gute ist, viele fallen jetzt weg, die Kultisten mir weggenommen haben. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich bin gerade echt am überlegen, ob wir drauf spekulieren sollen. Der Boss. Okay, was? Der Boss. Geil. Okay. Ja, der ist halt der Boss, ne? Der arbeitet beim Möbelboss. Ich bin gerade am überlegen, den gegen Fiora aus. Wir holen den mal ganz kurz. Ich bin wirklich gerade am Überlegen, ob wir das vielleicht mehr Sinn macht, dafür Fiora zu nehmen. Wäre gar nicht mal so schlecht für Kalista. Gut. Dann gehen wir hier drauf. Dann geben wir das Kalista. Schade. Obwohl natürlich Dornpanzer jetzt auch nicht schlecht gewesen wäre, aber egal. Boah, soll ich Fiora austauschen? Oder wir können es auch erstmal so lassen. Wir können es auch erstmal so lassen, ne? Obwohl mir das, glaube ich, nicht so viel bringt. Bin halt am Überlegen, ob wir Fiora austauschen. Ja, unser Dings bringt halt nicht so viel, ne? Unser, Twisted Fate, der ist halt ein bisschen fehlt am Platz, nee, Joke. Boah, war der schlecht, ey. Immerhin haben wir den jetzt auf 3. So. Ali Hopsala. Ali Hopsala haben wir auf 2, sehr gut. Evelyn. Können wir versuchen, ne? Vielleicht kriegen wir Evelyn auch auf 3. Ja, jetzt merkt man langsam, jetzt kommen doch wieder die Einheiten wieder, ne? Gar nicht mal so schlecht. Sollen wir ihn drin lassen? Ich weiß es nicht. Ja, komm, wir lassen ihn erstmal drin. Ich hab den jetzt gerade ganz halt beobachtet. Wir lassen ihn erstmal drin. Egal. Okay, krass, das Vieh, okay. War es schon immer da? War es nicht sonst immer hier gegen den Drachen oder so? Ja, ich baue mal so auf. Oh, Lee Sin! Boah, scheiße. Soll man? Ich nehme, glaube ich, Lee Sin jetzt rein.
Wow, letzter Atemzug. Ich glaube, ich nehme Lee Sin jetzt rein. Könnte man fast sogar schon sagen gegen Dings hier, ne? Obwohl, Jax haben wir hier einmal. Da haben wir göttlich sogar, ja? Komm, mach mal so. So ist okay. Hui! Gar nicht mal so schlecht aus dafür, dass ich das jetzt ein paar Monate nicht mehr gespielt habe. Aber ich habe das Gefühl, ich habe jetzt auch wirklich fast die stärkste Kombo mit rausgesucht, ne? Ah ja, können wir eigentlich Fiora jetzt hier wäsch machen? Ich bin jetzt halt am Überlegen, was kriegt man nie hin, oder? Und die ganze Zeit jetzt hochzukaufen? Und dann vielleicht. Irgendwie hier noch? Sollen wir es versuchen? Einfach so, wir können es ja mal versuchen, sobald ich das Gold habe, jetzt einfach die ganze Zeit hochkaufen. Oder? Ich weiß es nicht. Oh fuck, der macht mich. Scheiße. Und der ist noch nie mal auf dem Feld, weil gerade ein Spieler zu wenig ist. Das ist nicht so schön. Ich schaff das nicht mehr, mich hochzukaufen. Das werde ich niemals hinbekommen. Niemals. Ja, mal Lee Sin. Der Lee Sin des Lebens. Riesenwitz, Riesenwitz, Riesenwitz. Was habe ich eigentlich? Pike hier noch? Bin ich doof? Warte mal, ich tausche gleich nochmal gegen Pike. Ich muss nochmal ganz kurz hier was gucken. Oh, Lee Sin. Oh, den nehme ich. Da haben wir Lee Sin auf Level 2. Das ist scheißegal. Der hat zwar ein Kack-Item. Egal. Natürlich nimmt er mir Lee Sin weg. Das ist ja ganz witziger. Aber ich weiß halt nicht, was ich jetzt nehmen soll. Ist ja ein ganz, ganz witziger. Hätte ich aber nicht anders gemacht. Alter, bringt mir Pi? Nee, warte mal. Hä? Kultist? Kultist und Assassine, hä? Bin ich doof? Wieso haben. Hä? Kultist 6 habe ich so, okay. Ich bin gerade absolut überfordert, aber macht euch nichts draus. Ich weiß gerade selber nicht so ganz, was ich gemacht habe. Oh fuck, ich hätte das Item mal verbauen sollen, ne? Ja, vielleicht gar nicht mal so. Ach, kacke, gegen den gewinne ich. Gegen den will ich nicht spielen. Gegen den will ich spielen. Also ich will gegen den spielen und nicht gegen den ich verliere. Ist doch scheiße sowas. Hier, Jon! Jon! Warte mal, wenn ich göttlich rausnehme, warte mal. Du Land. Warte mal, wer ist alles göttlich? Lee Sin, ja, ich kann keinen davon rausnehmen. Scheiße. Egal, scheiß drauf. Komm, gehen wir den Blutduster. Egal jetzt. Ich glaube, gegen den gewinne ich nicht. Gegen den sieht das echt scheiße aus. Nee. Aber ey, weit gekommen.
weit gekommen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Also ich kann jetzt auch nichts mal Großartiges jetzt mehr machen, ne? Einmal kurz hier umstellen. Ich weiß halt nicht, was ich jetzt so Großartiges hier noch ändern soll. Vielleicht Lee Sin wieder austauschen. Mal kriege ich vielleicht noch einmal Lee Sin. Ich muss ganz ehrlich sagen, wüsste ich leider jetzt gerade nicht, was ich gegen den machen soll. Ach, Kacke, ich dachte, ich krieg nochmal Lee Sin. Scheiße. Na komm. Ja, ich glaube, das war's jetzt. Ja. Aber ey, immerhin auf Platz 2 gekommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Dafür, dass ich sehr lange nicht mehr gespielt habe. Und ja, wir sehen uns definitiv da. Die Akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.